Hallöchen Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Part der Pokémon Feuerrot Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir sind hier auf Route 21, waren zuletzt dabei, Nidoking und Celebi ein wenig zu trainieren. Zumindest zum Abschluss des Parts. Jetzt werden wir erstmal kurz zurück nach nach Alabastia gehen. Kurz unsere Mutter belagern. Mami, 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 mach meine Pokémon heil! Und dann geht's weiter Richtung Zinnoberinsel. Natürlich ist Nidoking besonders noch sehr, sehr unterlevelt. Aber auch Celebi ist nicht unbedingt auf dem höchsten Level, den es haben könnte. Nichtsdestotrotz wollen wir hier durch und ein paar Trainer auch mitnehmen. Guten Tag. Ich habe einen guten Fang gemacht. Möchtest du ihn sehen? Klar, zeig mal her. Was hast du, Kollege? Eine Herausforderung von Fan Forest. Ein Tarnhill. Level 27. Wir haben 6 Pokémon im Team, der Kollege. Ja, das ist alles halb so wild hier. Loki. Von 10 Level Rückstand auf 10 Level Vorsprung ist natürlich auch mal ganz nett. Metallklaue, Stahl. Wirklich nicht effektiv. Wird einfach niedergebrannt. Tschüss. Das war Nummer 1 von 6. 297 EP für King. Noch ein Tarnhill. Ja, ich weiß, ich müsste wechseln, ist mir schon klar. Muss gleich nochmal gucken, ob wir die Route gewechselt haben. Ach komm, ganz ehrlich, wir wollen die EP haben. Natürlich soll King schnell vorankommen. Ja, ja, ich weiß, Bedroher vermindert Angriff, bla bla bla. Tarnhell setzt Metallklaue ein. Das ist nicht sehr effektiv. Das hätte ich ja vorher sagen können. Das hatten wir schon, das Ganze. Ah, ich werde das nicht jedes Mal hin und her switchen. Das ist mir selber dann auch auf Dauer zu blöd. Nein, nicht wechseln. Mal Loki zu, der selbst bald 38 wird. Loki wird alt! Aber mit dem Alter kommt die Weisheit. Das ist schon das Level up. Oh, er setzt noch ein Tarnhell ein. Was für eine Überraschung. Flammenwurf! Attacker! Los, Lokizune! Das ist sehr effektiv. Wow, hier kann ein Angler 12 Tarnhills haben. Oder ein Trainer überhaupt. So stark finde ich Tarnhill jetzt nicht. La 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 la. Das ist sehr effektiv. Spieler besiegt Fan Forest. Nein, Carpador! Alles klar, okay. Er hat eigentlich 6-mal Carpador. So. Bevor wir jetzt auf irgendein wildes Pokémon treffen, finden wir hoffentlich heraus, auf welcher Route wir sind. Es ist immer noch Route 21. Alles klar. Ich wollte nur wissen, ob das Rasenstück da vielleicht ein eigenständiges Dings ist. Eine eigenständige Route. Ach komm, machen wir Giftstachel oder machen wir Knochenharz. Machen wir Giftstachel. Pieks. Ich meine, das war bloß Level 5, ist fast egal, was ich mache. Oh. Warp übersteht den Angriff. Was ist denn hier kaputt?
Aber es ist Level 5, ne? Also. Lass mal die Kirche im Dorf. Oh, du bist reich für ein Level ab. King erreicht Level 18. Guten Tag. Möchtest du wissen, ob die Fische beißen? Eine Herausforderung von Fan Anne. Noctuska. Von Fan Anne in den Kampf. Du siehst mir sehr pflanzig aus, Kollege. Ja, könnte man machen. Das sollte man nicht unbedingt, aber das kann man immer machen. Noctuska. Trugträne. Spezialverteidigung sind stark, ja, aber das macht nichts. Bis du angreifen kannst, bist du eh down. Du verstehst. Einmal komplett durchgerüstet. Tuska! Und nächstes wird Krebutak eingesetzt. Ja. Das ist dann schon eher was für mein Greenhorn. Ohne Pflanzenattacken, aber trotzdem. Krebutak! Der Nebelball. Oh. Uncool. Richtig uncool. Ja, dann musst du ran. Es ist einfach immun gegen meine Psycho-Attacken. Ich fass es ja wohl nicht. Ja, setz mal Regentanz ein. Das ist völlig in Ordnung. Luftstoß? Was hältst du davon? Ja, gut, es war ein Volltreffer. Folterknecht. Turtle wird Folterknecht unterworfen. Folterknecht war, dass ich immer dieselbe Attacke einsetzen muss oder dass ich keine, dass ich sie keine zweimal hintereinander einsetzen darf. Ich weiß es gerade nicht. Egal. Hornattacke und es hat sich ausgekrebutakt. Blanas. Blanas klingt schon wieder sehr pflanzig. Lokituna. Ach, du warst Blan. Also ich vergesse es jedes Mal wieder. Und jedes Mal, wenn ich es sehe, denke ich mir, ach ja. Dieses kleine Kampfpflanzenviech da. Blanas wurde besiegt. Oh, 846 EP finde ich auch schon wieder sehr nice. Und zu guter Letzt ein Absol. Das ist, glaube ich, Eis und Licht oder so. Wollen wir bleiben? Absol ist an sich ein ziemlich cooles Vieh. Muss ich ja mal so sagen. Nebelball. Oh ja, Spezialangriff sinkt. Blöd gelaufen. Reicht vermutlich trotzdem. Weil sehr effektiv und so. Doch nicht sehr effektiv, okay. Nichtsdestotrotz haben wir den Kollegen hier vernichtend geschlagen. Sieht so aus, als würde da unten ein Doppelkampf auf mich zukommen. Guten Tag, ihr zwei. Meine Schwester trainiert. Achso, Moment, Tobi. Meine Schwester trainiert nicht genug. Daher habe ich sie gezwungen, hierher zu kommen. Ja. Eine Herausforderung von Clerk, Bob und Ann. Okay, und wer ist Tobi? Hariyama und Scaraborn. Interessant. Fangen wir mal mit Fünkchen bitte an. Und mit Sumpfralle. Spezielle Zelle, wie muss schnell weg. Garabon setzt Tempohieb ein. Hm? Griffpuder von Hariyama. Oh, okay. Fünkchen heilt sich erstmal wieder entspannt.
So, wir fangen also ganz entspannt hier mit an. Flammenwurf. Und du kannst Knochenmoral. Icy. Geh mal mit Icy auf Hangyama. Guck mal, was er dazu sagt. Nicht so viel. Scarabon Zornklinge verpufft. Und Scarabon geht, wie erwartet, down. King erreicht Level 19. Noch Celebi dürfte ein bisschen Erfahrung dazu bekommen. So die Sumpfhalle und Fünkchen. Stampfer, was? Warum hat Sumpfhalle jetzt mehr EP gekriegt? Hat Sumpfhalle etwa ein Item, um schneller zu leveln? Muss man gleich mal gucken. Flammenwurf und... Ach komm, warum nicht? Noch ein Eissieb. Batz! Einmal ins Gesicht. Volltreffer. Und auf den kalten Schlag kommt das Feuer ins Gesicht. Alles klar, easy going. 324 für die beiden ausgewechselt, 486 für Sumpfralle, erreicht Level 38. Und 324 für... Okay, ich muss mir Sumpfralles Item gleich mal angucken. Wenn da mehr XP drin sind, dann sollten wir das vielleicht weitergeben. Erstmal brauchen wir einen Hyperheiler. Beutel. Ich habe nämlich keine Gegengifte mehr, aber ich habe einen Hyperheiler. Ich bin mir sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich 15 Hyperheiler habe. Dab, dab, dab. Alles klar. So. Dann Pokémon. Zum Falle. Items nehmen. Glücksei. Okay. Items geben. Tatsache. Erhält extra EP. Gut zu wissen. Und mal gucken, ob wir irgendwas Interessantes haben, was wir dir geben können. Verstärkt Geisterattacken. Verstärkt Unlichtattacken. Erhöht die Volltrefferquote. Ja, das finde ich gut. So, King. Items nehmen. Items geben. Von ganz unten bitte. Das Glücksei. Extra E sind immer gut. So, schauen wir weiter. Hey, hey. Oh. Der funkt mir dazwischen. Ein Wablu funkt mir dazwischen. Eine 5 Wablu. Egal. Giftstachel. Jetzt reicht's auch zum One-Hit. Wenn auch durch den Volltreffer. Die See reinigt Körper und Seele. Und ich versenke dich. Swimmer weiblich, Cristiano. Interessant. Ein Pilippa. Wasserflug. Naja, komm. Nur mal Greenhorn. In so einem Fall hätte ich eigentlich gerne Elektro-Pokémon. Das war sehr effektiv, das ist nicht so cool. Egal, dann müssen wir jetzt durch. Oh. Probieren wir es nochmal. Sollte noch scheiße ein Volltreffer. Oh. Das sollte noch ausreichen, wollte er sagen. Oh Mann. Octazuka. Ja, Genauigkeit sinkt. Ist mir egal. Ich habe wieder ein Teammitglied zu ersetzen. Segensang füllte einige KP auf. King erhält 868 EP.
Als nächstes kommt Aerodactyl. Alles klar. Den brauchen wir eigentlich nur wegzusurfen. Nietenranke. Sehr effektiv, aber nicht effektiv genug, um uns hier in die Bredouille zu bringen. Oh Mann. Bisschen ärgerlich jetzt. Na gut, Celebi war noch nicht weit. Items nehmen. Fliegen wir erstmal zurück. Ich glaube, mein Professor Eich konnte ich an dem PC. Ich hoffe es zumindest. Ja, toll. Ja, nee. Nee, wirklich nicht. Nein. Nein. Heilen? Naja, okay. Gut, müssen wir halt auch nach Vatania City zurück, kurz. Pokémon. Okay, fliegen. Vatania City. Gucken wir gleich mal, was die Box noch so hergibt. Im Grunde ist da nichts, was ich jetzt wirklich ernsthaft im Team haben würde, wollen würde. Was die Sache halt ein bisschen... ja, ärgerlicher macht. Zumal Celebi ja wirklich nah an dem Bereich war, an dem ich gesagt hätte, oder... dem ich gesagt hätte, ja... Kommt noch ganz gut. Halt, falsche Box. Aber dann nehmen wir einen alten Bekannten wieder mit. Kommt Rübenkopf wieder ins Team. Ich wüsste uns, bis wir was Besseres finden. Bisschen ärgerlich ist es schon. Aber okay. Vielleicht finden wir ja noch was, wo wir irgendwie was Hilfreiches kriegen. Ich laber gerade einen Mist. Haben wir in Vatania City schon geangelt? Nö. Warum nicht, ne? Können ja auch surfen, ne? Die Frage, was mir lieber ist. Im Surfen wird man eigentlich immer Wablus begegnet. Habe ich mit dir schon mal gequatscht? Mhm. Ja. Ja. So aus, als müsste ich hier sogar angeln. Scheint kein Pokémon im Wasser zu leben. Na gut. Nein. Und. Na komm schon. Gucken, es ist. Priscilla. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Oh, wobei. Oh, Eis! Ich vergaß! Oh. Ich brauche kein Eis-Pokémon mehr. Das ist ein bisschen das Problem, was ich habe, weil ich habe zwei Pokémon mit Eisattacken. Das reicht eigentlich fürs Nötigste.
dürfte eigentlich nicht sehr effektiv sein. Ist es auch nicht. Dann kann man damit Costilla ein bisschen runterdrücken. Und wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Eieiei. Ja, ja, ist nicht sehr effektiv. Ich weiß. Wie, jetzt kommt der Volltreffer und haut es um. Nee, gut. Beutel. Super Ball. Da. Ich schreibe derweil schon mal Vertania City auf. Vertania City. Alabastia habe ich auch noch nicht geangelt, wa? Okay. Oh, la 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 la. Küsschen. Wurde in Box 1 abgelehnt. Okay. Dann fliege ich nochmal schnell. Nö, ich gehe schnell ins Pokémon Center. Scheiß Ding, scheiß sei Hund drauf. Nicht Bericht. Fliegen. Alabastia. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wieder zur Pokémon Feuerrot, wenn du mal so Nuzlocke Challenge. Bis dahin, tschüss und ciao, ciao.